So, jetzt müsste das gehen. Dann muss ich näher ran? Oder Aber was weiß ich nicht, fragst du? von der Größe. Es Nein, ist zu nein, das ist klein. schon gut, ist groß genug. Okay. Oh, der Stetsch-Spruch. Kann ich anfangen? Als Stetscher eng der Detscher lieven, dat wor fu jeher as bestrieven. Eb dort bin ich kein Detschland kun, wo ich en Hirsch na hem hieme tun. Gar munches es hei weider hiem, der Reger, Garten, Upes Biem, der Besch, die gade Schade git, der Leid zum Helfen ein beriet, nor mit dem Rieden happerdet, denn ich verstohn de Schwabe nit. Ihr denkt, ich überdreif gewäss. Ja, wisst ihr denn, wat Krusteln es? Hot ihr fu Brätle noch gehirt, vielleicht mit Gselz ihr Brit geschmiert, und fehn ich drohn zu Rieden un? Droh sei se mich verwandert un, sie sprechen wohl im Dialekt, weil wenn ich mich des Riet entzeckt. Dat brauchen ich net so sohn, ich docht im Kind mein Deutsch verstohn, doch schreift Deutsch es in diesem Land de meiste Leiden abekannt. Det es für mich ein schwer Problem, denn seit et es net ugenehm, dat wun et und beriede geht, der in dir in den anderen net versteht. Hei helft nur richtig dort zu hieren, eng no gewurter zu erzählieren, dro wird et bald viel besser gehen, bis dat mir ganz gut verstohn. So lassen wir's. Soll ich auch sagen, das andere? Na, jetzt sollen wir einmal hören, was haben wir da gemacht? Okay. Nein, nein, das ist schon Ah. gut. Ist groß genug. Oh, das Spruch. Und jetzt am Ende kruscht und was das heißt. Ja, genau, Aber ich wenn muss das ich. ablesen. Ja. Anidig Sachen ausmustern. Kruschteln hieß anidig Sachen ausmustern. Brätle, Keks. Gselz, selbst gekocht Marmelade. Das Gedicht wurde geschrieben im Herbst 1994 von Hedwig Kellner, gewesene Lehrerin in Reps. Ja, Jetzt. jetzt ja. Gesprochen von Senta Leonhard, geborene Kellner aus Reps. Also soll ich sagen, Aufnahmeleitung Walter Huber aus Fellbach.